Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Alliierten Remastered. Ganz genau, und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in der letzten Mission der Gegenschlagskampagne. Was macht er denn jetzt hier? Seit wann das denn? Und ja, wir müssen uns jetzt hier aufbauen. Der Gegner, der hat MAD-Panzer, das sind so verrückte Panzer, die alles in die Luft jagen. Ach, weißt du was? Sammler dann die arbeiten. Stelle ich da jetzt einen Bunker hin. So. Und ja, die haben es in sich. Also die machen wirklich, jede Einheit machen die zur Hälfte platt. Das ist schon übel. So schaut euch das an hier. Die wurden alle von dem MAD-Panzer platt gemacht. Deswegen werde ich auch Gummipanzer bauen, weil, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt die Kampfpanzer baue und wenn die MAD-Panzer immer alle zur Hälfte platt machen, ist das einfach billiger, wenn ich Gummipanzer baue. Es ist einfach so, Leute. Gut, ich habe sogar noch einen Kampfpanzer. So, mach den Scheiß weg. Ach, toll. Da ist der Idiot in die Tesla-Spule reingefahren. Da habt ihr wieder eine Explosion gesehen, Leute. Da habt ihr wieder eine Explosion gesehen. Von einem MAD-Panzer. Ja. Und das ist übel. Ja, seht's. Die machen echt viel Schaden. Gut. Ihr seht, ich muss alles reparieren. Das ist ja. Deswegen die Gummipanzer. Die sind einfach besser für diese Mission geeignet. So, Leute, gut. Wie gesagt, letzte Mission. Ich hoffe, dass wir heute mit den Russen anfangen können. Ich freue mich schon drauf, mit dem Genossen Stalin hier was zu machen, aber es könnte auch nicht klappen. Ja, das ist, wieder die geile Mucke. Du. Genau. Aber du nicht. Melde mich, wie Befohle bestätigt. Männchen, jetzt hör doch mal auf. In Ordnung. So. Lass mich bitte reparieren hier in Ruhe. Oh. Hier um den Spion? Der muss in die Technologiezentren hier rein, in die Dinger. Ja. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, während die sich ja reparieren, trinke ich mal einen kleinen Schluck Apollinaris Lemon. So. Einheit repariert. Wird repariert. Ach, da ist wieder Bug. Schaut euch das an. Ja, wieder Clipping-Fehler. Schaut euch das an, ey. Clipping-Fehler. Ja. Was ein Glück, dass die sich hochheilen immer, ne? Die Sammler. Ist schon gut, ja. So, gut auch bitte. Aber davon. Ach, der Shortcut ist L. Wird repariert. Ah, okay. Können wir da schon mal zwei bauen hier? Ja. So, dann wieder eine Mini-Armee zusammen. Da werde ich ihn gleich nochmal überrennen hier. So, die sind nämlich fast kaputt, die Sachen. Wenn es da nämlich gleich wieder ein Dings kommt. So ein dummer Panzer, dann ist das ja ein Problem. Aber gut, ich würde sagen, wir sammeln einfach mal weiter die Gummipanzer. ich weiß nicht, ob ich hier Hubschrauber bauen soll, weil die werden ja auch platt gemacht von der Einheit. Wird gebaut. Das ist doof. Und hier unten habe ich beim letzten Mal versucht, mir die Edelsteine zu krallen. Das hat nicht geklappt, Leute. Die haben meine beiden Sammler hier unten platt gemacht, weil in dem Moment hier ein MAD-Panzer explodiert ist. Das ist übelst heftig, ja. Das war übelst heftig. Und ja, das ist. Boah. Ich dachte schon, es stürzt ab. Kurzer Leg hier. Und ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut, auch weil ich hier weiter dieses schöne Spiel spielen kann. Es ist nach wie vor Sonntagabend. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich mir die jetzt mal und sammelt euch mal da. Genau. Bauen wir ein paar Silos. Überfahrt die einfach. Konstruktion abgeschlossen. Sammelt euch einfach mal da. Ich baue jetzt mal ein paar Silos.
wird gebaut. Zwei sollten reichen, weil dann können die Sammler, während ich hier angreife, können die schon mal ein bisschen Kohle sammeln. Nein, noch nicht reinfahren, erst sammeln. So, dann auf die eine Tesla-Spule. Schneller. Und auf die andere. So, liebe Leute. Dann direkt den Bauhof suchen hier. Wo ist dieser Kack-Bauhof? Damit das nicht immer nutzlos ist hier. Ah, der baut es nach, ne? Das ist das Problem. Beziehungsweise, ja, er baut es nach. Aber er hat ja keinen Bauhof. Das ist das Ding. So, gut. Da muss der Spion gleich rein. Und, ja, seht ihr das? Der baut sich hier wieder auf. Das ist so blöd. Wirklich. So blöd, dass der sich hier aufbaut. Tesla-Spulen, das Scheiß da. Und die funktionieren auch noch. Warum funktionieren die denn? Oh, mach die kaputt hier. Euer Ernst. Ach stimmt, ich muss da noch einen Bunker hinsetzen. Ich hab's vergessen, ich Idiot. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, der baut da oben wieder auf, ne? Das ist ja. Wird repariert. Ihr Drecksmanniken. Oh, Panzer. Oh mein Gott. Okay, mach den kaputt da. Aus. Da baut sich hier die Tesla-Spulen wieder auf. Ja, ist klar. Wird repariert. Gut, egal, aber dann kann der Spion. Aber kann ich ja. Ich kann welche bauen. Also ich kann auch Mechaniker bauen. Schaut mal, ich kann Mechaniker bauen. 950. Geil, Leute. Dann würde ich sagen. Der baut sich hier wieder auf. Mach die Scheiße weg. So, die Energie. Wegmachen. Los. Wegmachen hier. Hier ist die nächste Basis. So. Flack. Wegmachen. Hier reinfahren. Hunde. Hunde wegmachen. Fahrt die Mannequin platt hier. Oh, Mammut. Oh, Scheiße. Was war's damit? Oh. Was war denn mit dem? So, Gebäude infiltriert. So, das eine haben wir schon mal. Ein Sammler. Oh mein Gott. Was will er denn? Er hat mir wieder einen Sammler weg. Nee, hat er nicht. Okay, dann mach den Sammler weg. Los. So, wo ist sein Bauhof? Hier ist zumindest schon mal das nächste. Ah, schaut mal da, Leute. Das Ding hier müssen wir unbedingt platt machen. Eiserne Vorhang. So. Oha, jetzt wieder. Jetzt ist er aber. Nee. Doch, jetzt ist er böse. weil wir irgendwie alles nach und nach platt machen, ne? Brauchen wir ein paar Gummipanzer, Leute. So. Gar nicht gewusst, ey, dass es hier noch Shortcuts gibt. Der baut sich da oben wieder auf. Ne? Wo ist dieser Bauhof? Wo ist dieser fucking Bauhof? Der baut sich hier echt wieder auf. Unfassbar. Was macht der Sammler? Der verfolgt das Mannequin weiter. Ja gut, aber hier unten baut er sich. Boah, kommt auf einmal Tesla-Mannequin raus. Ich glaub's nicht. So, Leute. So, da kommt der Sammler wieder. Ja, dann blockiert ihm mal den Weg. So. Soll er das versuchen? Dann soll er das versuchen. So, der geht sterben. Zack. Gut, Leute. Dann haben wir hier schon mal ein kleines Loch reingerissen hier. Schon mal ganz gut. Spione brauche ich jetzt noch. Ne? Mannequin. Jo. So. Der baut echt alles wieder auf. Aber muss ich denn danach? Sowjetischen Panzer, ja. Okay. Also den eisernen Vorhang habe ich ja schon platt gemacht jetzt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, dann gehen wir erstmal hier hin. Und ja, dann würde ich sagen, infiltrieren wir mal das zweite Gebäude. Das zweite Tech Center. Oh, in der Tat. Und ja, Leute, hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Und ich glaube, das wird heute nichts mehr mit der Russenkampagne, ne? Das zieht sich doch schon in die Länge, ja? Ja, dann macht den Sammler halt auch platt. Macht den platt. Los, der will mir die Sachen vor der Nase wegklauen hier. So, Spion. Ah, da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Scheiße.
Da ist wieder einer. Die können sich nicht wehren. Mach den mal platt. Gebäude infiltriert. Mach den mal platt, ey. So, das ist der. Ja, gut. Er hat's wieder geschafft. Aber ist okay, Leute. Ist okay. Wird repariert. So, zack, zack, zack. Alles repariert. Da unten habe ich noch den einen Gummipanzer, ne? Das ist so geil. Genau, hier habe ich noch den. Aha, ey. 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 Nee, so nicht, mein Freund. So ja nun wirklich nicht. Da hat er den eiskalt. Ach du Scheiße. Da hat er den eiskalt wieder nachgebaut. Ich glaub's doch nicht, ey. Wird repariert. Ah, da muss ich hier unten links rein. Da muss ich da unten links rein. Dann ist der Wurf unten links. Alter. Mensch, ihr Clipping-Leute. Was macht ihr denn da? So. So, L. L. So. Dreimal Gummipanzer. Dann werde ich jetzt mal nach unten links gehen. Ach du Scheiße. Nee, schafft er nicht. Den schafft er nicht. Ne, kannst du vergessen, Russe. Jetzt will er meinen Sammler klauen, ne? Du Sack. Du Sack, ey. So, weg damit. Weg mit dem Scheiß. So. Und hier direkt rüberfahren. So. Bomber. Das kann er auch vergessen. So, Leute. Sehr, sehr cool. Wir bauen wieder eine neue Armee auf hier. Unzureichende Finanzmittel. Ja, super. Wieder keine Kohle, ne? Ja, weißt du was? Dann nimm die schon mal und stell die mal da hinten hin. Damit der Sack mir nicht da die Ressourcen klaut. Das sind meine. So. Der hat hier. Der hat hier alles wieder aufgebaut. Das ist natürlich. War der erste Angriff wieder nutzlos. Ja, gut. Ist auch doof, dass sie beide so weit wegfahren, ne? Gut. Aber der eine, der kann ja dann schon mal hier bleiben. Melde mich, wie befohlen. In Ordnung. Dieser hier, genau zu sein. Wird repariert. So, nochmal einen Gummipanzer, bitte. Ja, ah, da kommt er wieder. Haha, da ja, kommt er wieder. Bestätigt. So, da ist er. Der Sammler, wegmachen. Los, kaputt machen. Zack. In Ordnung. Weg mit dem. So, und wieder reinkommen. Wieder schön reinkommen. Für einen Angriff sammeln. So, liebe Leute, da haben wir noch 17 Minuten. Ich hoffe, dass wir das hier schaffen. Weil viel mehr ist es ja wirklich nicht, ne? Zerstören Sie diese Station. Um die Fernlenkstation des. Ah, okay. Okay, also ich brauche noch einen Spion. Wird gebaut. Und, ja, da würde ich sagen, nehme ich mir die gleich mal mit. Und werde dann gleich mal angreifen. Jawohl, aber erst dafür. Vorher werde ich noch einen dazu bauen. Ein bisschen schlagkräftig muss das Ganze ja schon sein. So, der Spion ist jetzt mal Team 2. Die sind Team 1. Da versucht das wieder da oben. Ha! Aber ich hatte da einen Bunker stehen, Kollege. Das kannst du vergessen. Och, da war wieder einer. Ah, das ist immer so ein scheiß Timing. Jetzt kann ich wieder alles reparieren erstmal. Och Gott, ey. Das ist so nervig. Genau dann, wenn man angreifen will. Aber immerhin sind die Sammler nicht kaputt. So. Alles für Reparatur ausgeben, ey. Shit, Mann. Ach, diese blöden Dinger. Aber schaut euch das an, es wird immer kaputter hier. Es wird immer kaputter, ja. Ja, und wenn ihr ein Geräusch im Hintergrund hört, Leute, meine Frau ist drüben wieder am Singen, deshalb. Ja. Ja, ja. Da ist wieder ein Clipping-Fehler hier. Und ja, also dann würde ich mal sagen, der ist hier wieder Team 2. Und Team 1 ist da. So, ist ein Mannequin. Scheißegal, wirklich. Gut, der hat es leer gesammelt.
So. Geht mal da runter, verdammt. Ihr Idioten. So, Leute. Gummipanzer. Gummipanzer-Armee. Kommt da wieder einer? Nee, ich dachte schon. Ich dachte, da kommt wieder ein Mad-Panzer. Ey, das wäre übelst heftig. Wenn da jetzt schon noch einer wäre. So, jetzt marschiert da runter, Mensch. Gut, nochmal kurz speichern. Einsatz gespeichert. Dann hoffe ich mal, dass wir da jetzt die Position von dem Fernsteuergerät rauskriegen. Die Tesla, ne? Diese blöde Tesla-Spur. Jetzt versucht das wieder hier mit diesem Minikin. In Kombination mit einem Bomber. Das ist ja unfassbar. Gut. Gummipanzer direkt auf diese Tesla-Spule da. Das funktioniert noch nicht mal. Ja gut. Dann Spion, komm hier rein. Los. So, Leute. Ja, dann würde ich sagen, können wir den ja überrollen. Das ist ja ganz geil eigentlich, ne? Dann können wir den ja überrollen. Zerstören Sie das Zentrum. Du Scheiße. Was? Zerstören Sie das Zentrum? Was denn für ein Zentrum, Leute? Das hier? Diese Mammutpanzer wegmachen? Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Das ist ja wirklich so viel Tesla-Scheiß. Die Tesla-Kacke. So. Zerstören Sie das Zentrum. Ich glaube, damit sind die Mammuts gemeint. Dann machen wir das mal. Die Mammuts kriegen wir nämlich hin, die 6. Wir sind zahlenmäßig überlegen. Und ja, dann los, komm. Das Zentrum, also platt machen hier. So, die kriegen wir hin. Die kriegen wir hin, Leute, die Mammuts. So. Diese Mammuts hier wegmachen. Oha, die ziehen ganz schön viel ab, ne? Shit. Das hat nicht ganz gereicht, aber ist okay. Das ist schon mal ein guter Fortschritt. So, jetzt haben wir hier was aufgedeckt. Das ist die Fernlingsstation. Wie soll man denn da dran kommen? Zerstören Sie das Zentrum. Wie soll man da dran kommen? Da bin ich gerade überfragt. Da unten ist nämlich auch sein Bauhof. Wie ihr seht, da ist ein eiserner Vorhang. Wird gebaut. Einfach weitere Gummipanzer bauen. So. Einheit bereit. Da habe ich mich doch ein bisschen übernommen mit den Mammuts. Shit. Ja, wieso bringt er wieder nur die Hälfte rein? Bestätigt. Fahr doch hier hinten hin, Mann. Wird gebaut. So, dann kann ich ja gleich wieder hier... Wenn die eh nicht funktionieren. Einheit bereit. Schien Helikopter. Wird gebaut. Interessant. Unzureichende zerstören Sie das Zentrum. Suchen Sie nach Leuchtsignalen und zerstören. Aber wie soll ich denn da drankommen, sagt mal. Einheit wie soll ich da drankommen? Wird gebaut. Ich weiß es. Gestoppt. Chronosphäre. Chronopanzer. Okay, Technologiezentrum. Mit einem Chronopanzer muss ich das Ding also platt machen. Alles klar, würde ich sagen. Gestoppt. Nee, Moment, weißt du was? Ich werde... Abgebrochen. Oder? Wie viel kostet das? 1500. Ich kann die gar nicht... Ach, ich kann die gar nicht bauen. Shit. Ich muss einfach nur das Ding hier platt machen. Fernlingsstation. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das mal in Angriff. Ich hoffe, dass ich die Chronopanzer zumindest bauen kann. Konstruktion abgeschlossen. Tech Center. Neue Bauoption. Gut, Gott sei Dank. Chronopanzer, ja. Mhm. Unzureichende Finanzen. Wobei, da muss ich jetzt ja einiges ansparen. Gebäude verkauft. Dann verkaufen wir die ganzen Sachen hier. Ja, die paar Flachs des. Mehr brauche ich ja eigentlich nicht, ne? So. Ich muss eigentlich nur das hier kaputt machen, ne? Nur das eine Gebäude. Das Ding ist halt, der hat überall Minikinder stehen und die können mir schon nerven. Ja, Sir. Ach, aber gut. In
Dann fahrt mal hier runter. Macht mal da alles platt. So, wir müssen echt nur das Ding zerstören, glaube ich, ne? So, komm, das muss doch reichen. Das muss doch reichen. Nein. Ach Gott. Der ist aber auf dem Heimweg. Ja, schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, da sind leider die Sorg jetzt doch erst nächste Woche dran. Meine Güte, ey. Aber dann haben wir hier einen glatten Schnitt mit den Alliierten. Ja, ich weiß, dass wir kein Geld mehr haben. So. Machen wir die Energie hier platt. So, der Chronopanzer ist fertig. Gut. Mal kurz speichern. Sehr schön. Und einmal hier unten hin, bitte. Einfach überfahren, die Scheiße. So. Einfach überfahren. Reicht das, wenn ich das Ding platt mache? Reicht das, wenn ich das platt mache? Shit. Shit, das reicht. Ich muss nur alles platt machen von ihm. Oh mein Gott. Ja, toll, dass da jetzt wieder Manneken rauskommen. Das war natürlich doof. Geld mit unzureichen. Ja gut. Da muss ich halt doch trotzdem nochmal alles platt machen. Aber das kriegen wir hin. So. Leute, dann hier. Einfach alles auseinanderreißen jetzt hier. So, weißt du was? Bauen noch einen Kronepanzer für den Bauhof. Damit der sich nicht mehr aufbaut hier. Ja, dann dauert das echt noch. Was ist das denn hier für einer? Techniker. Dann dauert das Ganze doch noch eine Weile, okay. Krass, Leute. Aber das ist ja jetzt entspannt. Also es ist ja. Ach, die paar Einheiten, die da kommen. Ich meine, mein Gott. Die treffen eh nicht die Raketenwerfer. Oh doch. Na gut. Gut, dann machen wir den mal platt hier los. So. Bratz, bratz. So, Flammturm platt machen. Wir nehmen den Stück für Stück auseinander. Ja. Er kann keine MAD-Panzer mehr bauen. Oder keine MAD-Panzer. Dann mache ich mit dem Chronopanzer seinen Bauhof platt. Guck mir dieses Drecks-Manneken hier. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Drecksdinger. Diese Drecks-Manneken. Ey. Die Manneken, die machen einen Panzer von mir platt. Das ist unfassbar. Einheit verloren. Diese Scheißteile. Na ja, gut, egal. Macht ihr nochmal den platt? So, der Bauhof ist anscheinend inaktiv. Wir können ihn echt auseinandernehmen hier Stück für Stück. Das macht auch Spaß zum Schluss der Alliierten. Letzte Mission hier und die haben wir gleich geschafft, die letzte Mission. Zack. So, also. Zack. Wegmachen. Meine guten Gummipanzer. So, Leute. Raketenwerfer platt machen, platt machen. Von unten nach oben auseinandernehmen. Ganz genau. Da kriegt er noch einen Spawner. Ein Spawner-Mammut, auch nicht schlecht. Der Sack. So. Och, Leute. Ist doch nicht euer Ernst. Gut. Dann sammelt euch mal hier. Dann machen wir jetzt mal die Mammuts kalt. Ja, dann haben wir es ja gleich. So, dann macht die Mammuts weg. So. Boah, die sind übel. Die Mammuts hier. So, Leute. Ist der nächste Chronopanzer fertig? So. Und du jetzt nicht auf die Flachs schießen. Schieß auf den Bauhof. Und die Manneken überfahren. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Überfahr den. So. Dann nochmal. Mach diesen Bauhof weg. So. Bestätigt. Verdammt nochmal. Drecks Manneken. In Ordnung. Ist nicht wahr. Okay, noch einen. Wird gebaut.
Aber der Bauhof ist weg. Wir nehmen den Russen jetzt Schritt für Schritt auseinander, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf die Alliierten. Ja, wobei doch, die waren eigentlich ganz cool wegen den Gummipanzern. Aber, ja, ich freue mich schon echt auf die Russen jetzt. Seit 35 Folgen oder so, die Alliierten. Es wird mal Zeit für einen Systemwechsel hier. So, Leute. Dann. Moment, nach der Gegenschlagkampagne fange ich ja noch nicht mit dem Tiberium-Konflikt an. Weil ja dann noch die Ameisenkampagne kommt. Oh mein Gott. Ja, das Spiel, das wird mein längstes Let's Play-Projekt, Leute. Ich sage es euch. Gut, dann macht ihr den mal kaputt, bitte. Seine letzte Verteidigung hier. So, Leute, noch ein Chronopanzer. Und dann haben wir den hier platt gemacht, okay. Schon mal gut. So, dann haben wir die Insel schon mal befreit. Dann hat er jetzt hier noch ein paar Minikön natürlich. Klar. Da kommen ja immer welche raus, ne? Ist ja immer so. Überfahr den einfach. Mein Gott. Ey, das ist nicht wahr. Gut, noch diese Wissenschaftler platt hier. So. Die haben das überlebt. Krass. Nein. Ach, dann... Keine Ahnung. Fahr einfach weg oder so. So. Sehr gut. Und da kommen jetzt auch welche raus. Oder auch nicht. Gut, cool. Hellmarsch. Sehr geil. Wenn da welche rauskommen, dann... Und... Nach Hause. So. Das ist schon der nächste, geil. Okay, gut, dann. Ah, ich glaube, das passt da ziemlich genau mit der Folge. Schön überrollt. Sehr geil. Dann war's das ja, ne? Die letzten beiden, drei Sachen da. Das war's mit den Alliierten. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so froh. Wirklich. Ich bin so froh. Wir haben es geschafft. Die Alliierten. Noch dieser eine Techniker. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser eine Techniker. So. Mach den kaputt. Dieser eine russische Techniker noch. Ja, Mann, das war's. Das war's, Leute. Oh mein Gott, wir haben die Alliierten fertig. Wir haben die Alliierten fertig. Oh mein Gott, Leute. Die gleiche Cutscene, aber ist okay, Leute. Wir sind mit den Alliierten durch. Unfassbar. Unfassbar. Gut, Leute. Dann... Ja, sag ich einfach mal. Oh, eine Endcutscene, cool. Ich hatte sie erst in ein paar Tagen erwartet. Ich habe gerade mit ein paar sehr hohen Tieren über sie gesprochen. Ja, wenn man London vor der Atombombe rettet, erregt man Aufmerksamkeit. Der Premierminister hat gerade einen riesigen Korb rübergeschickt mit einem, naja, mit Präsenten. So als eine Art Trostpreis. Sie wissen schon, wir kriegen Polen, die Jungs einen Präsentkorb. Tja, ich weiß, Sie haben noch wichtige Einsätze vor sich. Ich will Sie nicht aufhalten. Machen Sie weiter so, mein Sohn. Das war's mit den Alliierten, Leute. Oh mein Gott, wie geil. Tschüss, Russe, ja. Commander, oh. Oder sollte ich General sagen? Sind Sie noch im Dienst? Gehen Sie da raus, trinken Sie ein Bier. Sie sind ein Held. Verdammt, wir sind alle Helden. Tja, Leute, so sieht's aus. Wir haben die Alliierten geschafft, Leute. Oh mein Gott, Bonusgalerie freischalten. Wir haben 300 Russen platt gemacht. Krass, Leute, wir sind mit den Alliierten durch. Soll ich das sagen? Wir haben alles gemacht. Wir haben alles gemacht. Oh mein Gott. Ja, in der normalen Kampagne sind
sind noch so ein paar Missionen jetzt offen, aber Leute, das sprengt echt den Rahmen, wenn ich jetzt hier nochmal 8 Missionen mache oder so. Das sprengt echt den Rahmen. Gut, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Alliierten durch. Was bin ich froh, ey, wirklich. Weil jetzt können wir endlich hier anfangen. Oh mein Gott, eine blutige Lektion. Mit den Rossen. Jawohl, Leute. Und da würde ich sagen, gut, Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit den Russen anfangen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.